Embeyondal ist ein junges Startup-Unternehmen, das im Jahr 2007 gegründet wurde, mit dem Ziel, Messgeräte herzustellen, die Mikroorganismen in Wasser automatisiert messen können. Das WSB-Labor, aus dem diese Firma ja zum Teil hervorgegangen ist, misst so Trinkwasserproben manuell im Labor. Dazu werden Proben gezogen vor Ort, die werden ins Labor gebracht, dort eben manuell aufgearbeitet und nach 24 bis 48 Stunden hat man ein Ergebnis. Das kann für einen Wasserversorger, der Probleme mit seinem Trinkwasser hat, in welcher Form auch immer, deutlich zu lang sein, weil nach 48 Stunden ist das Wasser längst beim Kunden oder sogar schon durch den Kunden durch. Daher haben wir uns damals damit beschäftigt, wie kann man den Prozess verkürzen und haben eigentlich diese Laborroutine versucht, soweit zu vereinfachen oder zu automatisieren, damit wir den gleichen Prozess, wie er im Labor abläuft, etwas simplifiziert, vereinfacht, hier in so ein Gerät einbauen. Das klingt jetzt vielleicht simpler als es ist. Man muss sich nur vorstellen, der Grenzwert für E. coli im Trinkwasser liegt bei nicht nachweisbaren 100 ml. Escherichia coli ist ein Darmbakterium, das jeder Mensch in sich trägt, zu 100 Milliarden. Im Trinkwasser allerdings ist E. coli ein Indikator für fäkale Verunreinigung. Man braucht externe Kompetenzen, externes Know-how, um hier wirklich gute Geräte, gute Entwicklungen durchführen zu können. Dafür ist es notwendig, dass man einen Pool von Experten im Hintergrund hat. Eine der Partnerfirmen oder einer der Gesellschafter von Embeyondal, SJP Sumoyake sind schon Partner, die bringen da durch ihr Netzwerk eben sehr viel Expertenwissen ein. Als erstes wollen wir im nächsten Jahr 2009 mit diesem Gerät ECHS auf den Markt kommen. Des Weiteren wollen wir diesen zweiten Gerätetyp, das MO.S-Gerät, im Sommer nächsten Jahres als Prototyp zur Verfügung haben, damit wir in 3-4 Jahren, ich würde sagen, 6 bis 7 verschiedene Gerätetypen haben, die auf der einen Seite verschiedene Mikroorganismen messen können, auf der anderen Seite auch für verschiedenste Einsatzbereiche verwendet werden können.